Oh, Alter, ich dachte gerade, das hört gar nicht mehr auf. Ich dachte gerade, jetzt hängt das Spiel irgendwie bug. Oh. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Phantasmagoria. Ich nehme mir endlich wieder auf. Das ist total crazy. Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen. Und noch nicht mal jetzt dieses Spiel, sondern allgemein. Ich habe ewig und 3 Tage nicht mehr aufgenommen. Das Einzige, was ich aufgenommen hatte, war The Bridge. Und das auch nur, weil es schnell über den Steam-Ordner wieder auf dem PC zu holen ging, weil ich habe ja hier alles platt gemacht und so, ne? Obwohl es jetzt bei Phantasmagoria auch nicht das Problem war. Die Installation ging sogar schneller als das letzte Mal, weil beim letzten Mal habe ich aus Versehen den blöden Hardware-Test durchlaufen lassen. Und dann hat mir das alte Spiel natürlich gesagt, dass das nicht auf meinem PC läuft, weil das wird ja dann alles so schlecht erkannt, weil die Prozessoren ja jetzt ganz anders sind. Das habe ich diesmal nicht gemacht und dann ging das alles viel zügiger. Und Gott sei Dank hatte ich auch meine Speicherdatei abgesichert. Und wie man sieht, beziehungsweise ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber jetzt seht ihr es vielleicht, hat es auch funktioniert. Wir haben die ganzen Gegenstände. Ja, so, jetzt Skyteria. Warte mal, ach so, jetzt muss ich erstmal wieder wissen, wie macht man das jetzt? So und Auge, ne? Ja, boah, das ist ein total kleines Bild. Skyteria hat mir gesagt, dass ich mir den Gegenstand hier nochmal genau anschauen soll. Ich hatte ja hier nochmal ein bisschen rumgedreht, diese Onyx-Figur. Da war Ding, 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 Ding. Irgendwie ganz komisch. Und zwar, jetzt habe ich es eben hier, genau, am Kopf. Ah, das ist ja ein Brieföffner. Adrienne! Also man hört sofort, wenn sie irgendwas sagt, weil es volles Rauschen anfängt. Ja, superklasse. Ja, dann ist das ja. Na super. Scharfer, spitzer Gegenstand, oder was war das? Ja. Alles klar, dann packen wir erstmal hier wieder rein. Ja, super. Okay, ich wollte nämlich eigentlich auch noch sagen, irgendwer hier, Klaus, hatte auch geschrieben. Warte mal, wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wo ist denn das? Das ist doch hier irgendwo da. Klaus hatte nämlich geschrieben, ja, warum ich nicht einfach mal in mein Inventar geschaut hätte oder habe, weil es hat ihn gewundert, dass ich es nicht gemacht habe. Klaus, das habe ich gemacht. Also, falls man das nicht so wirklich mitbekommen hat, aber ich habe ja hier fast jeden Gegenstand gegengehauen. Also beim Hammer und Schürhaken und so hat sie ja gesagt, ne, macht zu viel Dreck. Und ich habe ja sogar versucht, hier mit den Streichhölzern, die wir nicht mehr haben. Warum haben wir. Warte mal, wir haben die Zeitung, den Geldschein. Warum haben wir die Streichhölzer nicht mehr? Ach, die hat sie verbraucht, weil sie in den Keller gegangen sind. Aber egal, ich habe hier, glaube ich, sogar mit dem Geldschein oder mit irgendwas habe ich doch hier versucht. Nee, warte mal, hier ist der Geld. Was ist das denn? Ach, das sind diese Tarotkarten. Tarotkarten. Ja, aber sogar mit der Tarotkarte, genau, habe ich doch versucht, hier das zu machen. Und ich hätte jetzt nicht mir jeden Gegenstand hier nochmal genau angeschaut, weil ich meine, das habe ich ja vorher schon gemacht und es hatte mir ja nichts gebracht. Aber ich habe ja auch nicht erwartet. Aber gut, jetzt wissen wir das. Und jetzt sollte ich da echt mal drauf achten, dass wir also bei diesen Gegenständen da auch mal gegenklicken. Also falls da was kommt. Dass es vielleicht nicht nur um das Drehen geht. Ach nee, jetzt macht sie ja das wieder. Ja, jetzt guck da nicht so doof. Ach so, kann. Ja, dann guck halt doof. Trinke ich nochmal schon. Uah, ich will da nicht rein. Ja, ist okay. Ja, Adrian, wir kommen da gleich rein. Wir haben jetzt einen spitzenscharfen Gegenstand. Ja, warte. Ich gebe es dir gleich. Ach so, und warum ich jetzt die ganze Zeit nicht aufgenommen habe, lag daran, weil ich die Zeit, die ich hatte, genutzt habe, um privat zu spielen. Ja. Guck nicht so komisch. Ich habe erst gesuchtet Gods Will Be Watching und jetzt suchte ich gerade mal wieder das neue Binding of Isaac, wollte ich gerade sagen. Ja, das liegt aber auch gar nicht daran, dass ich nicht aufnehmen will oder so, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, die beiden Spiele aufzunehmen, dann werde ich das auch sofort tun. Aber das ist technisch leider momentan nicht machbar. So, dann mach das jetzt auf hier. Oh, Adrian. Das rauscht auch total. Das haben wir auch schlecht aufgenommen. Hätten sie nicht einfach das Original lassen sollen? Oder liegt es daran, weil sie gleich wieder was sagt?
Oh, ist abgebrochen. Ja, dann hau jetzt halt mal gegen mit dem Hammer oder so. Oh nein, ich will doch da gar nicht rein. Oh nein. Ja, bau da mal locker ab. Solltest du nicht lieber die Steine oben rausziehen? Weil wenn du jetzt unten alle entfernst, dann knallt doch dir da alles in Schutt und Asche dann von oben nach unten. Ja, oder auch nicht. Naja, gut. Ja, genau. Ja, jetzt geh halt auch durch, ne? Geh wieder zurück. Ja, okay, wir können erstmal nur vorgehen. Ja, dann mach das doch erstmal ganz locker. Ist total leise gerade. Ich mach mal lauter. Ja, Adrian, ich will nicht. Ich sollte mal auf die Uhr gucken. Aber ich will auch gucken, was du da tust. Nicht, dass du irgendwas machst, was ich dir noch nicht gesagt habe. Okay. Können wir jetzt mal, kannst du mir meine Hand jetzt geben? Wir haben jetzt genug geguckt, ich will auch gucken jetzt. Adrian! Danke. Okay, wahrscheinlich die Bibel oder sowas. Und ansonsten kann ich. Gehen wir wieder raus. Das ist voll groß. Ja, dann guck dir die Bibel an. Okay, da drunter ist noch irgendein Kästchen. Wahrscheinlich ist eine satanische Bibel. Ah, Stammbaum oder sowas. Scheint Mann! So. Das muss keine Stammbaum sein. Ja. Oh, oh nein, nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Ach, entweder pack das Buch da drauf. Oh, Adrian, nein, mach, mach. Ja, ja, pack das Ding jetzt. Jetzt haben wir es nicht eingepackt. Pack das Ding da rein und zieh das Stöckseln da wieder durch. Oh nein, mach das nicht auf. Können wir nochmal zum Buch zurückgehen, bitte? Oh Gott, wahrscheinlich geht's von alleine auf. Vielleicht hätte ich euch darauf klicken sollen. Oh, scheiße. Mann! Das muss keine Stammbaum sein. Ach so, das ist genau das Gleiche. Na toll. Jetzt muss ich aber wieder ein bisschen leiser machen. Oh! Oh, okay, das können wir uns näher angucken. Genau, Kanovage Anna. Oh Gott, das ist voll klein. Für euch ist es ja größer. Anna Nelvik Kanovage. Aha, der war mit Josef. Die waren verheiratet. Und die aber auch. Und die sind dann, hä? Muss ich jetzt nicht so ganz verstehen? Was heißt denn die Verbindung hier? Ach nee, warte mal. Hast du doch. Okay, und die waren dann zusammen hier. Und das ist dann halt der Sohn da, die Tochter, Sophia. Das ist jetzt gerade wichtig. Können wir hier überhaupt weiter? Wir können hier gar nicht weiter umblättern. Ich dachte, man könnte jetzt hier umblättern. Ist es jetzt gerade wichtig? Sehe ich hier irgendwas? Muss ich das jetzt aufschreiben? Ich mache das jetzt nicht. Wir können da nochmal hingehen, oder? Brauche ich da irgendeine Jahreszahl dann oder wieder was? Victoria, Mama Kanovasch, Regina. Obwohl, das sind ja dann wahrscheinlich die Namen, die wir ja vielleicht auch so kennenlernen in den Briefen, ne? Ich habe das jetzt schon wieder voll vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Der eine hieß Gaston, das weiß ich noch.
Und die eine hieß, glaube ich, hieß die nicht Marie? Marie war doch die, war das nicht die Geliebte vom Gaston? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Und irgendwer hatte diese komische afrikanische Ausstellung da in London und Gedöns. Vielleicht wisst ihr das ja noch. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich weiß es echt nicht mehr. Sultan. Sultan Karnowasch. Ja, alles klar. Dann hat sich das jetzt erledigt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Man weiß es nicht. Zurück? Nee, Ausgang. Ja, genau. Achso, vielleicht hätte ich auch irgendeinen Gegenstand verwenden können, ne? Ich wüsste aber nicht, was ich dagegen hätte halten können. So, und dann gehst du jetzt mal zu der blöden Kiste da. Nein, was hast du jetzt befreit? Oh nein, nicht so. Oh, das ist doch zum Don? Ding. Don? Don, ja genau, hieß er. Ding Dong. Zum Ding, zum Don. Don? Zum Ding-Dong. Ist alles. Oh nein. Oh mein Gott! Don, was ist passiert? Adrian. Oh mein Kopf. Geht es dir gut, Liebling? Das ist nur ein kleiner Schnitt. Was ist passiert? Ach, ich habe nur einen Dämon befreit. Bist du sicher? Lass mich mal sehen. Das ist eine ordentliche Beule auf deinem Kopf. Was hast du gemacht? Hast du mit der Lampe geklebt? Sehr komisch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie hat sich die verdammte Lampe gelöst und mein Schädel eingeschlagen. Ich dachte, ich hätte gerade die Schrauben festgezogen. Männer und Technik. Ich bin okay, Adrian. Ich gehe nur schnell rauf und mach die Wunde sauber, zieh neue Sachen an. Soll ich dir helfen, Schatz? Wieso willst du neue Sachen anziehen? Mir reicht's für heute. Hast du dich voll geblutet, oder was? Ach, oder willst du dich fürs Abendessen schick machen? Ich mach was Schönes. Wie wär's mit Abendessen? Ja, was möchtest du haben? Ich bin nicht so hungrig. Vielleicht etwas Thunfisch oder einen Salat. Ja, warum dann nicht? Ab ins Bett. Thunfischsalat. Das klingt gut. Ich bin auch recht müde. Ich sehe dich unten in 10 Minuten. Klar. 10 Minuten. Wir hatten ja auch eine harte Nacht, ne? Oh. Oh. Ah, okay. Das Kapitel. Wie viele Kapitel haben wir denn? Das sieht man am Anfang immer. Ich glaube, es sind 8 oder so. Ich weiß gar nicht. Das Kapitel endet hier. Ja, Tschüssikowski. Weiterspielen. Oh, bitte legen Sie CD2 ein und drücken Sie Eingabe, um weiterzuspielen. Oder ESC, um zum Menü zu gelangen. Leute, ein Moment, das dauert kurz. Wo habe ich denn CD Nummer 2? Scheiße. Ein Moment, bis gleich.